Ich bin Remmer und komme aus Ostfriesland. Hallo, ich bin Robert und komme aus Friesland. Wir beiden arbeiten als Trainer im Projekt Musiksprache Teilhaber für die Bertelsmann Stiftung. Und wir möchten euch heute zeigen, wie ihr Musik nutzen könnt für Sprachbildung und für sprachsensiblen Unterricht. Musik für Sprachbildung? Wie soll das gehen? Musik hat sich seit Jahren bewährt. Alle sind sofort dabei und vor allem können auch Fachfremde sofort einsteigen, wenn man die Musik nämlich einfach denkt. Okay, dann lass uns anfangen. Alles klar. Heute geht es um das Wortfeld Tasche. Und dafür benutzen wir den Song What Shall We Do With a Drunken Sailor? What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor early in the morning? Und mehr brauchen wir auch gar nicht. Es soll ja um das Wortfeld Tasche gehen. Und deshalb brauchen wir jetzt einen deutschen Text. Was findest du in deiner Tasche? Was findest du in deiner Tasche? Was findest du in deiner Tasche? Mach du jeden Morgen. Wunderschön. Ja, und was findest du denn in deiner Tasche? Das ist jetzt die Frage nach den Strophen, denn unsere Strophen befinden sich in unseren Taschen. Wir schauen mal, was Robert denn in seiner Tasche findet. Dann haben wir Dose, Flasche, Smartphone, Stift. Ja, und ihr, das merke ich schon, ihr geht schon alleine auch in dieses rhythmische Sprechen. Und das ist das Schöne an Musik. Musik gibt einem sofort auch die Sprachmelodie und den Sprachrhythmus. Wir sind da jetzt eigentlich schon direkt auch im Sprachunterricht. Dose, Flasche, Smartphone, Stift. 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 Um 8 Uhr jeden Morgen. Und schon haben wir unsere erste Strophe. Und jetzt kommen wir eigentlich zu meiner Lieblingsphase dieser Übung. Nämlich, wir erfinden jetzt eigene Strophen. Und den Text für diese Strophen, den findet ihr in euren Taschen. Refrain, wisst ihr noch? Was findest du in deiner Tasche? Strophe 1, Strophe 2 und noch einmal der Refrain. Und der heißt dann, das findest du in deiner Tasche. Und los geht's. 1, 2, 3, 4. Was findest du in deiner Tasche? Was findest du in deiner Tasche? Was findest du in deiner Tasche um 8 Uhr jeden Morgen? Skatkalenderbuchblock, Skatkalenderbuchblock, Skatkalenderbuchblock um 8 Uhr jeden Morgen. Geldbeutel, Kaugummis, Mathe, Hefte, Geldbeutel, Kaugummis, Mathe, Hefte, Geldbeutel, Kaugummis, Mathe, Hefte. Und das findest du in deiner Tasche, das findest du in deiner Tasche, das findest du in deiner Tasche um 8 Uhr jeden Morgen. Und yeah! Jetzt habt ihr gesehen, wie man mit einer kleinen Melodie und Alltagsgegenständen und viel Spaß ganz viel lernen kann. Und jetzt könnt ihr euch mit dieser Idee auf eure Reise machen und noch viel, viel mehr lernen. Was kann man denn damit machen? Grammatik, wenn es dich interessiert. Was findet er in seiner Tasche? Was findet sie in ihrer Tasche? Was finden wir in unseren Taschen? Oder ganz neue Themenfelder. Was machst du am Wochenende? Was machst du am Wochenende? Was machst du am Wochenende? Freitag, Samstag, Sonntag. Und wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Tipps habt oder einfach eure Meinung mal sagen wollt, gerne hier in die Kommentarzeile. Und weitere Infos über das Projekt Musiksprache Teilhabe der Bertelsmann Stiftung findet ihr auf der Website. Und tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Mach gut, bitte alle Maul.